hin und wieder bekam ich Rekrutenloot und sogar ein zweites Stück Ancient Debris. Einmal wurde es noch recht knapp, aber mit meiner extrem guten Rüstung überlebte ich das Spiel. Als ich dann mit dem Loot durch war, kümmerte ich mich darum, warum ich ursprünglich in den Nether kam. Ich holte mir massenhaft Sechstoff. Zurück in der Oberwelt machte ich dann den Boden der Villager Farm fertig und fing an, die Wände zu bauen. Und ich muss sagen, dass sie mir sehr gefallen. Wir sind dann leider die Flumlights ausgegangen und ich musste noch einmal in den Nether, wo ich sowieso noch Warpwood für die Villager machen musste. Am 118. Tag kam ich dann wieder zu Hause an und begann den mittleren Teil und den letzten Teil der Villager abzubauen. Natürlich ging mir zwischenzeitlich wieder mal das Holz aus und somit fällte ich noch die ein oder andere Eiche. Der Teil mit dem Eichenholz sollte schlussendlich dafür da sein, dass ich die besten Villager mit Berufung zwischen den Säulen sozusagen einsperren und somit leicht mit ihnen traden. Als Akzent im ersten Update entschied ich mich dann für Akazienholz und die Decke wollte ich mit Smoothstone machen. Was mit ein paar Öfen etwas dauerte, ich aber dann wieder gemacht. Die Deckenbeleuchtung fehlte aber noch, woraufhin ich mir Ketten und Laternen craftete und sie anschließend an der Decke auf. Außerdem kamen in der Mitte noch das ein oder andere Schuhe, wo mir dann zum Schluss noch genau eins fehlte. Weiter machte ich mit der letzten Seite des Raumes, wo mir natürlich, wie man mich kennt, Akazienholz ausging. Also machte ich mich auf den Weg zu einer Savanne, wo ich mir direkt auch noch einiges an Schwarzpulver mitnahm. Dann kam ich auch noch drauf, dass ich Glowstone benötige, also ging ich es mir auch noch schnell holen und nahm dann direkt auch noch Flumlights mit. Fertig waren nun die Bereiche für die einzelnen Villager, also baute ich als nächstes die Treppe, welche jetzt nicht so spektakulär ist. Als nächstes musste ich etwas aufräumen. Ich entfernte die fliegende Autobahn, die ich für die Villager gebraucht hätte. Ich craftete einige Betten, die ich dann im dritten Abteil der Villager Farm aufstellte, damit ich auch genügend Platz für Nachkömmlinge hatte. Am 125. Tag entschied ich mich dann dazu, einen Smelter Room zu bauen, wo Räucheröfen, Schmelzöfen und normale Öfen hinkommen sollten. Für den Raum selber verwendete ich nur Stone Bricks, was meiner Meinung nach aber sehr gut passt. Während dem Bauen kam auch kurz ein Gast vorbei, den ich aber schnell wieder beseitigte. Insgesamt waren dann 18 Schmelzöfen sowie 18 Smoker und 15 normale Öfen im Raum. Also nun hatte ich sicher genug Öfen. Als nächstes wollte ich meinem ersten Ziel nachgehen, den Full Peak. Also kratzte ich mein ganzes Gold und Eisen zusammen, musste dann aber feststellen, dass mir noch einige Blöcke für meine Full Beacon fehlen. Ich musste also eine Menge Eisen haben. Doch bevor ich das machte, ging ich wieder einmal in den Nether und reparierte meine Spitzhacke dafür. Und das viele Quarz nahm ich natürlich auch als Bonus mit. Tag 128. Ich war wieder in der Oberwelt und bereitete mich mit genügend Fackeln und Essen auf meine Mining-Tour vor. Ich suchte etwas nach einer Höhle,